So, ihr Lieben, hier ist nochmal wieder euer Peter Rockabilly aus dem Rasthof von der Esso-Tankstelle von drinnen. So, jetzt habe ich mal so zwei kleine kurze Videos hochgeladen von dem Maibaum aus den 50er, 60er Jahren. Ja, der Vorbesitzer hat das Ding netterweise nochmal sauber gemacht für mich. Und in dem Video sieht man halt vom Verkäufer, also dass das kurz vorgeführt hat, dass es auch funktioniert. Es gibt dort, wo die Knöpfe sind, weil es ist ja einmal Warm- und Kaltluft, gibt es einen minimalen Rosteinsatz oder anders auch genannt eine schöne Patina. Ja, mich persönlich stört es nicht. Ich werde selbstverständlich dann nochmal ein Video machen, wenn es bei mir zu Hause steht, wenn es seinen richtigen Platz bekommen hat. Dann folgen noch weitere Videos von meinem 50er, 60er Jahre Schlafzimmer. Dort stehen bereits schon die Möbel, die habe ich schon aufgebaut. Bett, Kleiderschrank, Nachtschränke, Frisierkommode. Wie das Ganze dann noch aussehen wird, weiß ich jetzt noch nicht, aber ich werde euch auf dem Laufenden halten. Und dann folgt noch ein Video von meiner großen Errungenschaft, mein sogenanntes Weihnachtsgeschenk, ein Drehz. Ich glaube, das müsste ein Landgraf sein, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Der ist in so einen hochkantigen Schrank eingebaut. Das ist auch ein Kombigerät mit Fernseher und Radio. Der ist voll restauriert. Den habe ich von einem sehr, sehr guten Kumpel günstig ergattern können. Und bin auch sehr, sehr froh über den Fund. Aber bis das Video hochgeladen wird, das wird ein bisschen dauern, weil für mich sind das auch Kosten, die ich mal nicht so eben so bezahlen kann. Aber mein Kumpel, der ist so nett und sagt, na komm, dann soll ich es Ihnen mal so geben, wie ich es kann. Nein, wir reden hier nicht von 1000 Euro, wir reden auch hier nicht von 500 Euro oder 400 Euro. Aber es ist trotzdem für mich viel Geld und auch in der heutigen Zeit. Ja, seid einfach gespannt, bleibt mir gewogen treu und es erwarten euch noch viele tolle Neuigkeiten in meinem 50er, 60er Jahre Hobbyheimmuseum. Einfach dranbleiben und gespannt sein, wann es das nächste Video gibt. Obwohl das nächste gibt es ja schon wieder Samstag, da bin ich ja mit dem Zug unterwegs nach Braunschweig. Wegen den Kofferplattenspieler in einer Hutschachtel. Das wird toll, da freue ich mich schon drauf. Sowas habe ich schon immer gesucht und wollte schon immer sowas haben. Aber die sind verdammt teuer. Und ich bin froh, dass ich ein günstiges Gerät in gutem Zustand ergattern konnte, wo man laut Verkäufer, Vorbesitzer nur diese Keilriemen, Gummiriemen wechseln muss und dann sollte das wieder funktionieren. Naja, ich bin gespannt. Mal sehen, was mich am Samstag in Braunschweig erwartet. Also, liken nicht vergessen und bleibt mir gewogen treu. Euer Peter Rockabilly. Tschüss.